Na, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part. Danke, dass ihr die eingeschaltet habt bei Remco LP. So. Ja, ihr seht jetzt hier, ne? Ich habe hier schon gezählt meine Zielstellings. Sind 50 Stück. Also 50 Einheiten hier. Und habe ganz vergessen, wo ich nebenbei weiterlaufen lassen habe. Bauen sich ja sofort auf hier. Wie ihr seht, habt ihr hier das Ergebnis. Eine schöne kleine Einfamilienreinsiedlung. Hat ja auch mal was. Aber, oh Gott, entschuldigt. Aber nicht hier. Tut mir nicht not, oder? Tut nicht not. So, bis hier nur. So. Ah, da kommt eh nur ein Dings hin. Erstmal. Jetzt habe ich die... Oh, eins. Sieben, acht. Neunundvierzig nur? Das ist die Reihe 50. Gut. Ja, entschuldigt, das ist... Das war jetzt nicht wirklich geplant. So. Nächste Straße. Ja, wie weit wir gehen können. Noch eine Straße. Ja. Warum denn nix? So. Perfekt. Und schon mal sagen. Wir müssen so komplett hochgehen. Das war wie eine Fehlkühe von mir. Gut. Kommt hin. Ist ernsthaft? Na, dann klicken wir mal schnell hier so, zack, zack, zack. Oh. Das hier kommt noch alles weg.
Würde ich mal sagen, diese. Da macht sie am besten, wenn wir diese Gebiete hier zum Einkaufsmeilen aussagen, weil das ja schon ziemlich viel Verkehr beinhaltet. Und da wäre es, glaube ich, wirklich besser, wenn die hier laufen. Die großen Doppelstraßen hier. So lang. Obwohl, jetzt weiß ich nicht, wo mich hier abgerissen hat. Das soll bleiben. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Weil das hier nachher auch noch umgeändert wird in Hochhäusern und was weiß ich. Da so alles. Was die sich da so vorstellen, was wir brauchen irgendwann. Bin ich dann ganz offen und ganz variabel und dann werden wir gucken, wie das läuft. Einfach soll der Geist. Das wächst ja eh noch weiter. Hier gefehlt. Ist schon langsam echt peinlich. Oder auch. Nein. Jetzt können sie sich hier dran. Jetzt können sie sich hier auslassen. Jetzt können sie. Keine Ahnung. Können sie bauen, wie sie wollen. Aber die Frage, ob das Wasser dann reicht. Mit Sicherheit nicht. Jupp. Abwasserklärung. Läuft auf Anschlag. Ja, einfach hier Rohr raus, fertig. Immer noch so viel Wasserpumpkapazität, ist ja krass. Oh, das war Strom. Oh! Und hier ist das Wasser? Okay. Immer noch recht viel, ne? Jetzt hier zu wenig. Aber 80. Jetzt geht ja einfach auch mit rein, ne? Ach, lass auf 100. Müssen wir trotzdem ausbauen. Oh, hier ist doch fein. So. Können wir es wieder stellen? Gehen wir doch wieder auf 18. 85 mal. So. Reicht, würde ich sagen. Ich frage mich aber, wie die das finden würden, wenn ich hier einfach mal Abwasser reinleiten würde. Ob die das so toll finden würden. Aber ich denke mal nicht. Bin ich vom Friedhof?
Ach da. Die am Suppen hier am Kinfriedhof. Wollen die schon rein? Na, wenn dann also eine Doppelstraße. Dazu müsste ich jetzt wieder zählen. Oh nö. Nee, das will ich euch. Das will ich euch jetzt ersparen und mir auch. Auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall, eine Feuerwehr hier. Die Zeitstation? In der Schule, damit die ganzen kriminellen kleinen Kiddies hier nicht auf dumme Gedanken kommen. Was mit Strom? Strom ist unter aller Kanone. Kräftige Kleinstadt! Gehen wir auf 100% Leistung. Also können wir auch schon wieder höher gehen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass da noch viel bleibt, ne? ...99 ist maximal Output. Wir bauen uns ein Ölkraftwerk. Wir sparen jetzt auf ein Ölkraftwerk, setzen hier was ordentliches hin. Dann haben wir erstmal unsere Ruhe. Wie sieht's hier aus? Mülldeponie, auch gut dabei. Verbrennung kommt ja leider erst ab 8000. Also, Müllverbrennung. Oh, wir können upgraden, der Straßen. Leute ein bisschen glücklicher sind. Sagen, das machen wir auch gleich. Kostet uns zwar jetzt einen Haufen Kohle. Aber was soll's, jetzt bauen wir nur solche Straßen. Das sieht dann einfach schön aus. Bäume für die Umwelt. Bäume sind wichtig. Denkt daran. Gut für unser Ökosystem. Ich bin jetzt hier aber kein Hippie oder so, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin hier voll der Öko und wähle hier die Grünen oder sonstiges, aber Bäume sind wirklich schon wichtig. Und sieht ja auch schön aus, wenn du da mal so ein paar Bäumchen hast in der Straße. Ich glaube, da könnt ihr mir alle zustimmen, weil ich glaube kaum, dass es schön aussieht, wenn du da nur so Betonklötze hast. Ohne irgendwelches Grün dazwischen. Da kannst du die Häuser zwar so bemalen, dass das aussieht wie als wären da Bäume und Pflanzen, aber ganz ehrlich, ist es nicht dasselbe. Nur allein im Sommer. Schon mal aufgefallen, wie warm das im Sommer innerhalb der Städte ist. Das ist eine Stadt, ich wohne ja auch in einer ziemlich großen Stadt und im Sommer ist es in der Innenstadt immer so eklig brütend warm, weil sie überall ihren Beton klatschen und hier noch ein Stück und da noch ein Stück Beton und ah. Hauptsache sieht modern aus, aber das Klima so in den Städten dann immer so im Sommer. Da möchte man dann meist auch lieber woanders sein als da. Oh, okay. Großen Straßen folgen du danach, würde ich sagen. Machen wir erstmal die Hauptstraßen hier. Na, da brauche ich ja noch nicht. Ich fange jetzt mal hier an. Weil da oben soll ja noch ausgebaut werden. Oh, Entschuldigung. Schmeißt er jeder das Geld zum Fenster der Bürger aus, ey. Der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie wir das hier machen. Können wir mal gucken, wie groß der ist.
Früher oder später werden wir so einen großen brauchen. Oh, okay. Okay. Ja. Ist auch ein kleiner? Ich glaube nicht, ne? Das ist unsere Hauptader. Kann ich auch hier einen knallen? Müssten wir nicht allzu viel wegreißen. Und aber dann nicht mit den Straßen. Und früher oder später brauche ich ja auch diese, ne? Wegen den Verkehrsaufkommen. Würde sich das dann aneignen? Aneignen? Würde sich das ja eignen hier? Ja. So. Leute. Schaut euch's an. Schaut es euch an. Schaut es euch an, ja genau. Was hatte ich eigentlich Mone für das Ding? 100! Ui. Echt wenig, ein Huni. Na komisch, das zahle ich ja für die hier schon mehr. Ah, das wird schon fein, Leute. Glaubt mir. Hier so irgendwie rumbauen, dass es so kommt mit der Brücke. Die Brücke kann ich auch so verschieben, dass die so schräg ist. Sieht auch ganz nice und geil aus. Ich will mal gucken, ob das gehen würde. Also, guckt mal hier. Perfekt. Das heißt, eine kleine Straße. Na also, geritzert Ding. Ja, ist ja nur erstmal behilfsmäßig, ne? Hier auch schon mal anfangen. So. Und vorsorglich machen. Ich weiß, das wirkt jetzt alles noch ziemlich bisschen krass überdimensional. Scheiße, wir wollen doch sparen, ne? Für. Oh oh. Hilfe! Das ist echt schlecht. Ganz schlecht. So, Darling aufnehmen. Komm hier gleich 60.000, so zack, auf die Kralle. Können wir auch ordentlich jetzt rumbauen und planen hier. So, Kraftwerk ist hier. Oh, Gas, das mal wie. Aber eins alleine macht ja schon 120 Megawatt. Das ist ja schon genauso viel wie zwei, das sind mehr als zwei Kohlekraftwerke zusammen, also. Ganz ehrlich, da muss man nicht lange überlegen, Leute. Hier wollte ich nach die Müllverbrennung hinklatschen. Also fällt das schon mal flach. Die hier bauen? Ja, auch nicht, so Autobahn. Na geht schon, aber. Hier ist extra eine Straße liegen, obwohl die Industrie sollte ja immer irgendwann hier hoch. Da! Nee, auch nicht. Oder? Was ist das? Das ist nur Einbahnstraße, die geht. Hier lang. Wo brauche ich auch für die nachher, für die. Hm.
Ist auch ein bisschen blöd. Ist auch doof. Wenn ich eins wegreiße. Ha! Guckt's euch an! Nice! Nice one! Aber ein Stromerzeugnis von 20 160 Megawatt. Dann können wir wieder ein Rotstift ansetzen, würde ich sagen. Das bringt ja mal gar nichts. Das haben wir mehr als Spaß denn hier. So. Jetzt wird's lustig. Weg hier. Was ist, wenn ich hier rankomme? Obwohl, nee, hier ist schon besser. Oh Gott! Du schaffst es! Und hier. Tschüssi! Wo den kann ich jetzt mal lassen und dann. Ist doch gar nicht so schlecht, die Idee hier. Lassen können eigentlich. Guck mal, ich habe mich noch vergessen, der Straße. Hm. Naja, das war nicht so wild erstmal. Dann die muss. Die muss unter normal laufen hier. Das ist ja auch Schwachsinn. Ich dachte, hier kommt alles hier voll, weil sie hier so, oder? Aber gucken wir uns alles mal an. Wir lassen das hier alles offen. Später können wir immer rumbauen. Eine Zweifach. Ein Grünstreifen? Also hier ist hier den verkehrstechnischen Exitus verursacht hat. Ja, die Ampel, die muss weg, auf jeden Fall. Das geht auch ohne. Das ist nicht ganz so realitätsnah, aber naja. Guck mal, wie schön. Nice.
Mülldeponie klappt auch noch alles super. Also. Wo hier brennt? Woher ist das ja Schwachsinn, dass die hier nur eine Richtung fahren dürfen, oder? Flaschenwasser duschen wird teuer? Alles da. Zählt man nicht. Glaubt das ja wohl nicht hier. So ein Märchenerzähler. Arbeitsplätze, da wollten wir in die Rohstoffe gehen, ne? Oder wollte ich ganz gerne. Und Zug? Zug haben wir hier. Das bodendicht wird. Okay. Oh je, guck so an, hier wohnen sie die ganzen. Das besser betuchten. Nee, das kann man im besten Willen nicht reißen. Mit dieser riesen Stadt. So eine Industrie hier. Jedenfalls sieht ja schon mal so aus, als ob hier der Verkehr etwas günstiger jetzt wäre. So, hier kann ich ja upgraden. Ganz vergessen. Oh, hier ist noch. Was ist hier los? Was sagt der denn da gerade? Nice. Jetzt noch zu der Stelle hin, die wir gerade gesehen haben. Ja, doch gerade. Eine Stelle, die nicht bewohnt war. Oh, guck mal hier, wie schön. Mir aber auch schon wäre. Ja. Aus den Augen aus dem Sinn, würde ich sagen. Nächste Deponie voll. Zeit, dass ich meine Dings krieg. Polizei? Genug da für alle. Oh, neues Revier. Ja, genau. Hier. Zack, bam, puff. Sechs. Ich meine, mit drei von den kleinen habe ich auch dasselbe Ergebnis. Sogar noch mehr Streifen waren, glaube ich. Da.
Dann wir schließen hier ein neues Industriekraftzweig an. Ich jetzt mal so behaupten. Wäre schon mal besser wäre, wenn ich schon mal zweispurige Einbahnstraße wäre, oder? Ja klar, sie kommen ja eh nur hier zu einer Richtung. Mal Pause. Na hier, können Sie austoben. Ja, das wäre ja schlauer, wenn das so gehen würde. Ja genau, so bauen wir das. Nein. Da wieder raus. Euch doch. Hier. Das Industriegebiet. Die auch beruhigt und befriedigt. Mülldeponie kommt auch hin. Müllautos. Läuft doch, würde ich sagen.
Oh. Ja, danke fürs Zusehen. Ciao, ciao. Beim nächsten Part sehen wir uns bestimmt wieder. Ihr wollt doch wissen, wie es hier weitergeht, oder nicht? Tschüss.